Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Dr. Su Chong. Und damit herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Bioshock. Immer noch im Fort Frolic. Und das Erdgeschoss haben wir schon freigeräumt. Hoffe ich zumindest. Und jetzt geht's nach oben. Ich habe immer noch kein Eve. Aber, ja. So ist das halt manchmal. Ja, viel Geld, ja. Viel Geld. Das werden wir mal hacken. Gehen wir denn lang? Gehen wir denn lang? Wir gehen gleich mal hier rüber. Ein bisschen Weg sparen. So, hier geht's hoch. Ein Grades noch und eins nach drüben. Und dann haben wir es schon geschafft. So, heilen, das machen wir gleich mal für 10 Dollar. Und dann gehen wir, denke ich, nach oben. So. Genbank. Gegen eine Genbank hätte ich jetzt nichts. Oder gegen so eine... Ich dachte, hätte ich auch nichts. Aber komme ich noch nicht ran, leider. Ich bin beunruhigt darüber, dass dieser... dass diese verkackte Lampe permanent auf mich scheint. Ich muss mal ganz kurz was ausprobieren, obwohl es wahrscheinlich nicht geht. So, das dachte ich mir schon. Was ist denn mit den Leuten hier passiert? Ist das wirklich eingefroren? Ich glaube nicht. Aber ehe du wieder zu Leben erwachst, töte ich dich lieber. Das Loch hier deutet darauf hin, dass wir wahrscheinlich hier auch noch einen Big Daddy treffen werden. Oh, eine Genbank haben wir hier. Und hier haben wir so ein Automat, den wir auch erstmal. Oh, shit. Wir müssen ein bisschen beeilen hier. Aber es sieht schon eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Warum ist das Ding schwer zu hacken? Verstehe ich noch nicht. Geht doch eigentlich ganz einfach. So. Ja, dann haben wir es doch schon fast geschafft, ne? Verstehe jetzt nicht, was daran so schwer war. Naja. Ich sollte mich lieber nicht beklagen, sondern einfach zufrieden sein. So, jetzt gucken wir hier mal rein. Gibt's denselben Scheiß wie unten. Schade. Gehen wir hier erstmal rein? Ich denke, oder? Es ist nicht gestattet, sich vor der Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Hopp, 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 hopp. Mhm. Du kleines Schwein, du. Mieses. Gen-Upgrades tauschen? Ah, kaufen hätte ich gerne. Oh, scheiße. Hallo? Oh nein, oh nein. Ich fühle mich unsicher. Ich muss irgendwie... mal... Was mache ich denn da? Ich habe nicht mehr so viel Munition. Wärmesuchende. Nee. Ionisches Gel könnten wir mal benutzen. Das probieren wir mal aus. Oder nicht. Ne, das probieren wir erstmal noch nicht aus. Kostet zu viel Munition. Vielleicht können wir das nochmal später nutzbringender anwenden. Ah, hier dürfen wir rein, okay. Hallo? Oh, scheiße. Trinken mal einen Kaffee. Haben wir nämlich wieder ein bisschen hier. Oh nein, ich wittere böse Dinge da drin. Hallo?
What the? Hör auf mit der Musik, Mann. Hallo? Scheiße. Kann da nicht mal eine scheiß Eve-Spritze drin sein? Boah. Wie hier gleich die Stimmung umschlägt hier drin. Übrigens muss ich kurz mal auf die Uhr schauen. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Ich sage immer gerne, weil ich das aufnehme. Und zwar ist es jetzt Samstag, der 18.11. Es ist 2 Uhr und 33 Minuten gerade. Ungelogen. Und nach dem Part gehe ich auch ins Bett. Aber ich bin leider nicht eher dazu gekommen. Wir nehmen uns mal das Tagebuch mit. Rapture geht vor die Hunde. Und warum? Wegen denen, die immer hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule, in den Galerien von Soho, sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Die Zweifler. Doch Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Aha. Aha. Hör auf damit! Oh. So, hier rüber. Wo ist es? Hier hoch. Und... Nee, noch was haben wir. Scheiße. Okay, dann hier hoch. Hier rüber. Darüber. Hier hoch. Darüber. Oh, scheiße. Aber hoffentlich haben wir genug. Ja, sieht gut aus. Ah, nee. So. So. Scheiße. Ah, nee, da haben wir's. Oh, Gott sei Dank. Ah, wieder ein paar Dollar. Zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. Achso, jetzt haben wir wieder kein Eve. Scheiße. Zwei Saves. Nicht schlecht. Komm schon. Yes. Oh, geht das schnell oder das an, Mann? Oh. Was? Was war das jetzt für, was ist das für Musik? Hä? Hör auf damit, Mann, du Penner! Mach ihn tot, Geschütz! Hier. Krass. Der war aber noch nie nicht tot, der Typ, ne? Hm. Ja gut, dann hacken wir das Ding auch noch mal. Boah, es klappt. Es klappt alles gut. Super. Boah. Sau gut. Ich weiß nicht, warum ich das rumdrehe. Ich gehe einfach davon aus, dass das besser ist. Ich weiß es nicht. Naja, war jetzt nicht so toll diesmal. Oh, die Geräusche machen mich irre. So, hier lang. Dann hier runter. Wunderbar, wunderbar. Dann hier. Nee. Das Ding brauchen wir. Dann wieder runter. Dann rüber und ein gerades. Wunderbar. Alles beim ersten Mal gehackt.
Oh ja. Oh, die Spritze. Herrlich, herrlich. So. Weiß nicht, warum da jetzt so gekommen ist, wo ich die Saves gehackt habe. Was? Was? Alter! Oh, bin ich jetzt erschrocken, leck mich am Arsch. Ist einfach in mir gespawnt, Schwein. Oh, ich gehe noch kaputt, ey. Schaut's voll jetzt in die Munition. Wichser ihr. Haben wir hier noch irgendwas für mich? Oh, ich gehe noch kaputt. Diese elende Switcherei zwischen Metro und Bioshock, das macht mich kaputt seelisch. Haben wir hier noch was? Zigaretten? Geh nochmal vom Platz hier, Mann, Scheißstuhl. Haben wir hier noch was? Ein Tinder eben. Nö. Okay. Hallo? Da hinten steht doch jemand, oder? Kennt ihr den Film The Ring? Wo das Mädchen aus dem Brunnen steigt? Mit den dunklen schwarzen Haaren? So ungefähr sieht das ungefähr jetzt von hier, zumindest aus meiner Perspektive, gerade aus. Und ja, von hier sah das tatsächlich so aus, ne? Mit so einem Kopf oben dran. Aber im Nachhinein ist es doch bloß eine Pflanze. Naja, so ist das manchmal. Oh, da müssen wir rein. Da gehen wir aber noch nicht rein. Wir schauen uns erst noch hier um. Ist doch Ehrensache. Oh, da ist eine Genbank. Geil. Also in Gatherer's Garden habe ich eigentlich gemeint. Oh ja, komm her. Und zwar, was wollte ich denn hier? Muss mal ganz kurz schauen. Nee, wo waren denn hier die Tonikas? Wo wollte ich die nochmal verteilen? Wie kann man denn die... Ah, jetzt weiß ich es nicht mehr. Plasmidspot ist es nicht. Kampftonika, ich glaube Technik ist es. Dieses Technik ist es nicht Technik. Verbessern ihre Fähigkeit, Maschinen zu hacken oder zu benutzen, je mehr. Nee, das war's nicht. Dann machen sie stärker, mächtiger. Nee. Sorgen wir, dass du Schaden besser einstecken und zufügen kannst und je mehr Slots. Oh, Insektenschaden 2. Das ist natürlich auch nett. Aber ein zusätzlicher Slot ist noch netter, irgendwie. Zwei Alarmplatten und weniger beim Hacken, okay. Verringert die Preise von an Verkaufsautomaten. Oh, das ist natürlich mittlerweile richtig, richtig nett, ne? Ich hätte schon gern so einen Slot, muss ich sagen. Soll ich mir so einen Slot kaufen? Ist dieses Dieb überhaupt gut? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Verbessern ihre Fähigkeit, Maschinen zu hacken oder zu benutzen. Machen sie stärker und mächtiger. Ich glaube, das war das, ne? Ah, ich riskiere das jetzt. Ich vertraue mir da. Ja, es ist der Richtige. Und da tun wir nämlich jetzt. Tun wir nämlich jetzt was rein? Genbank brauche ich, dafür müsste ich nochmal ins Erdgeschoss. Werden wir gleich tun. Okay. Ah, Dieb ist schon cool. Manchmal kommt da schon richtig geile Sachen raus. Okay. Hier haben wir nämlich die Genbank. So, hallo. Das hat einfach irgendwas reingemacht, oder? Der Spacken. Was haben wir denn hier? Hackers Delight. Pff, also der hier. Die halten sehr wenig Hiv und gesunde Nähe. So, jetzt haben wir ja hier ganz viele Dingers. Was haben wir hier? Hivling 2. Medical Expert. Was war denn das nochmal? Verbandsgäste verleihen etwas mehr Gesundheit. Indem sie Verletzungen mit Verblüffenden hören sie nie wieder. Das stimmt natürlich schon, das ist auch wichtig. Da haben wir ja schon den besseren. Natural Camouflage. Bleh. Sie halten eine Menge Gesundheit von Snacks und Bandagen. Die Neues. Ah, das ist schon cool. Eine Menge steht da, ne? Eine Menge. Das ist schon viel, glaube ich.
Oder vielleicht heißt es nur eine bestimmte Menge, ich weiß nicht. Aber ich hatte ja Blutdurst mir gekauft, nicht ohne Grund, zusammengebastelt. Du hältst eine kleine Menge Gesundheit und Eve, wenn du Schaden mit der Rohrzange zufügst. Das ist schon... Das will ich, glaube ich, mal testen. Und das werden wir auch testen. Aber nicht gegen Big Daddies natürlich, keine Frage. Hier werden wir nochmal gucken. Reduziert die Fließgeschwindigkeit, sehr wichtig. Was haben wir hier? Hacking-Experte. Eine Alarmplatte und eine Überlastungsplatte weniger beim Hacken. Warte mal, da haben wir doch hier was Besseres. Ne? Zwei Überlastungsplatten weniger beim Hacken. Ist das hier verringert? Nee, das ist Rotz. Verringert die Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Saves und Kombo-Schlössern? Nee. Ich glaube, das hier finde ich ganz cool, oder? Eine Alarmplatte und eine... Ja, dann nehme ich das hier, ne? Zwei Überlastungsplatten weniger. Ja, das nehmen wir jetzt. Zack. Und dann wollte ich aber nochmal... hier reinschauen. Was haben wir denn da Neues? Erhöht massiv die Forschungspunkte. Jeder hat eine geheime Schwäche, aber mit Photographer's Eye 2 bleiben sie nicht länger geheim. Wenn du getroffen bist, gibst du einen elektrischen Schlag, aber haben wir ja schon die zweite Version und haben auch schon... Du nimmst weniger Schaden durch Feuer und fügst viel mehr Schaden zu, wenn du Feuer verwendest. Na, so viel Feuer nutze ich ja oft eigentlich nicht, ne? Da würde ich dann mal sagen, nutzen wir doch mal Photographer's Eye 2. Oder eine Weile können wir das schon mal verwenden. So. Jetzt haben wir uns aber genug hier aufgehalten und ganz schön viel Zeit verschwendet. Und jetzt würde ich sagen, geh mal weiter. Nee, wir kaufen uns keine Munition. Wir gehen jetzt weiter. Und zwar gehen wir jetzt dahin, wo uns der Cohen haben möchte. Hallo? Auch wieder so ein Big Daddy Loch. Was? Was? Da kommt doch was, oder? Oh, ich bin ein bisschen unter Hochspannung gerade. Hallo? Wow! Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab's nur gehört, aber nicht gesehen. Dummbeutel. Komm, geh weg. Was? Die Geräusche hier machen mich fertig. So, schnell mal hacken. Oh, das geht ja einfach zu hacken. Bin ich sehr zufrieden. So, wo sind wir denn jetzt hin? Darüber und hier runter. Sehr, sehr wichtig, das Ding. Könnt ihr mir vorstellen, dass das wichtig für uns wird? Da kommen bestimmt demnächst noch Gegner hier rein. Und dann ist hier Polen offen. Zigaretten rauchen mit diesem mal keine. Hier noch mal ganz wohin muss ich denn jetzt? Aufzugschalter. Ich glaube, wir gehen erstmal. Ich glaube, die Tür ist zu, oder? Jo, kommen wir nicht rein. Ausgetauscht haben wir schon gerade, aber danke. Hallo? Oh, hier ist ein Storage Room. Sehr, sehr gut. Ja, fast gut. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite? Undenkbar! Hä?
Müssen wir nochmal uns anhören, das Tagebuch. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Oh Gott, ich habe keinen Bock auf den Typen. Das weiß ich jetzt schon. So. Ich hätte ja gerne mal die Armbrust, die zu den Bolzen gehören. Die zu den Bolzen gehört. So rum. Bolzen brauchen wir mit keine, weil wir können keine mehr tragen. Die anderen liegen noch am Anfang von Fort Frolic rum. Im Eingangsbereich. Warum hat der da jetzt hier gemeckert, der blöde Wichser? Oh, da geht's. Oh, was liegt denn da schöne Sachen? Scheiße. Kommen wir bestimmt später dahin. Könnt ihr mir vorstellen, wenn wir den Typen platt gemacht haben. Oh, Verbandskasten. Sehr nice. Ich hätte zwar lieber noch gerne die Eve-Spritze gehabt, aber Verbandskasten ist auch okay. So, wir haben wir alles. MG-Munition nehmen wir auch gerne mit. Nehmen wir hier die scheiß Kasse runter. Kaffee. Sehr, sehr, ja, ich habe gar nicht gesehen. Wir jetzt nichts mehr, ne? Nein. Gut, bei Cohen schauen wir jetzt natürlich noch vorbei. Ich hoffe, wir kommen da jetzt problemlos rein. Das war klar. So. Geil, schaut mal. Wir recken uns voll hoch. Hahaha. Na, ihr Schlampen. Das ist ja geil. Oh. Jetzt kommt man doch da rein. Okay, du Schlampe. Tja, so hast du das nicht vorgestellt, hey, du. Miststück. Naja, 4 Dollar im Vergleich zu dem, was wir da jetzt bekommen haben. Okay. War jetzt auch nicht so viel Berauschendes. Aber ich frage mich, warum wir jetzt... Ah ne, kommen wir doch nicht rein. Okay. Aber der Aufzug ist da. Mal wollen wir mal sehen, was uns jetzt im ersten Stock erwartet. Währenddessen machen wir mal schnell. Nein, nein, nein! Mr. Cole, bitte. Oh. Oh, Scheiße. Allegro, Allegro. Soll mich beeilen oder was? Allegro heißt doch Beeilung, oder? Oh, jetzt könnte ich mich böse verhauen, wenn das nicht stimmt. Ich weiß nicht, was Allegro bedeutet. Ach, da ist er ja, der Wichser. Was hat er denn mit dem Typen gemacht hier? Presto! Presto! Nein, nein! Ich versuch's ja! Bitte! Noch einmal, junger Fitzpatrick! An diese Eve-Spritze ran. Warum kann ich nicht hüpfen? Nein, nein! Oh, du krankes Arschloch, lass mich hier raus! Wow! What the? Die Schnauze, Mann. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Soll ich das machen?
Aha, okay. Und jetzt? Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Halt die Schnauze. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Aha. Was ist denn hier kaputt, Mann? Oh, was ist hier denn los? Ach, schaut mal, das kommt mir bekannt vor. Als wir mit der Tauchglocke runtergekommen sind, falls ihr euch erinnert. Hier, das Ding immer noch mal hacken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab keinen... ich weiß nicht, ob ich das noch lange durchhalte, diese Uhrzeit vor allen Dingen aufzunehmen. Oh Scheiße, hier geht's gar nicht mehr weiter, habe ich schon versaut. Nee, habe ich noch nicht. Haha, die Geschwindigkeit ist ja sehr langsam, Gott sei Dank. Haben wir jede Menge Zeit, das Ding zu hacken. So, hier rüber. Und dann haben wir schon geschafft. Hätte fast, wäre fast in die Hose gegangen. So. Ganz schön verranzt hier dein Kino, wenn ich das mal so sagen darf. Was zu essen. Nam nam nam. Bin ich das mit den Geräuschen? Achso, wenn ich mich drehe, mache ich auch Geräusche. Cool. Zigaretten? Ne, danke. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, bin ich hergekommen. Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Gehe jetzt mal einfach davon aus, dass der Typ jetzt erstmal weg ist. Mal wenigstens mal auf die Bühne schauen. Kyle Fitzpatrick. Okay. Okay. Was haben wir hier? Oh. Hast du gesehen? Ja, na klar. Na klar. Jo, das werden wir im nächsten Part machen. Wir müssen ja schon wieder den Part beenden. Es tut mir leid. Fast nichts passiert, ich weiß. Aber das sage ich mittlerweile fast in jedem Part. Es ist halt manchmal so. Also im Nachhinein muss ich sogar sagen, ist im letzten Part sogar recht viel passiert, ne? Dafür, dass ich dann mich am Ende dafür entschuldigt habe. Naja. Man bekommt das immer selber so gar nicht alles mit. Das sieht man dann erst im Nachhinein nochmal besser. Ich glaube, hier ist ganz cool. Hier werden wir mal den Part beenden. Anscheinend haben wir jetzt noch trotzdem noch nicht das Ende. Irgendwie, ich habe jetzt gedacht, hier, wir sind bald bei Ryans Apartment zu Hause, was auch immer. Aber irgendwie will uns das Spiel nicht dahin lassen. Und uns unsere wohlverdiente Rache an ihm nehmen. Naja, ich würde mal sagen, wir hören uns dann im nächsten Part wieder. Dann werden wir wohl mit Sander Cohen etwas näher uns befassen. Und dann, ja, freue ich mich drauf mit euch. Bis dann, bye bye und tschüss.